Überlegt euch jetzt, gestern, überlegt euch, was ist der Kern unseres Berufs? Was wollen wir schützen? Wo muss unsere menschliche Hand drauf bleiben? Hallo, das war jetzt echt ein Ritt. Frau Büchs ist gerade in allerletzter Minute hier angekommen, aber so ist es bei Live und auf dem Kirchentag. Frau Büchs ist von einem sehr spannenden Podium jetzt direkt zu uns geeilt und ich habe auch noch ein bisschen zugehört. Frau Büchs, vorgestellt worden sind Sie jetzt schon, deswegen würde ich Sie als erstes eigentlich gerne was zu der Veranstaltung, wo Sie gerade waren, das war ja eines der Hauptpodien dieses Kirchentages. Der Titel war »Was gibt uns Halt?« mit der Präses Anna Nicole Heinrich und anderen schlauen Menschen. Und ich saß mittendrin und es gab frenetischen Beifall bei einem Beitrag von Ihnen, Frau Büchs. Und bei mir daneben, die Frau hat alles mitgeschrieben, was Sie gesagt haben. Und ich sage das jetzt mal und würde Sie gerne fragen, ob, wenn Sie sowas sagen, ob Sie immer so viel Beifall dafür kriegen. Sie haben nämlich sinngemäß gesagt, Leute, ihr müsst aufpassen in Deutschland, dass ihr nicht diese, ich habe es mitgeschrieben, hochgetunte Lagerbildung kriegt, nicht diesen Kulturkampf und diese Polarisierung. Das hat irgendwie da in dieser Meistersingerhalle einen Nerv getroffen. Und mich würde interessieren, wenn Sie solche Sätze in der Politik sagen, was ist da die Reaktion? Wird da auch so viel geklatscht? Dankeschön. Ich bin erstmal unheimlich froh, dass ich jetzt hier bin und mich auf dieses Sofa setzen darf. Das ist wirklich ein guter Moment. Da kriege ich eigentlich keinen Beifall dafür. Weil natürlich über diese sehr polarisierten Diskussionen, ne, Sie kennen die alle, das sind sozusagen diese Kulturkampffragen, wo es sehr stark um Lagerbildung geht, ne? Wir gegen sie und so, damit kriegen sie unglaubliche Aufmerksamkeit. Das funktioniert also. Und entsprechend, wenn ich dann im Moment, so habe ich es eben auch gesagt, ich bin halt im Moment sehr viel unterwegs in der Politik und marschiere zu den ganzen Parteien und sage denen dann immer, macht das nicht. Werft euch nicht in diese Diskussion so hinein. Die Fragen an sich sind total wichtig. Ja? Es geht nicht darum, dass man die Themen nicht bespricht, aber nicht so. Da kriege ich überhaupt keinen Beifall, weil das heißt, man kann nicht irgendwelche kernigen Sager raushauen und sozusagen die anderen irgendwie auch zum Teil ja wirklich sehr knackig angehen und damit ganz viele Likes und ganz viel Aufmerksamkeit kriegen, sondern man muss sich eher diesem Austausch stellen und das sind die Mühen der Ebene, ne? Dann wird es anstrengend. Dafür bewundern wir Sie auch tatsächlich, für diese Mühen der Ebene. Die Themen hat Herr Bollmann gerade schon angerissen. Das sind wahnsinnig viele Themen und das sind wahnsinnig komplexe Themen. Vom assistierten Suizid bis zum Klima. Ich habe, als ich auf der Seite war vom Ethikrat, dachte ich, Mensch, das ist wie das Inhaltsverzeichnis von Chrismon. Das sind alles auch unsere Themen, die wir behandeln in Chrismon. Und wir beide haben uns auf zwei Themen für die nächsten 30 Minuten geeinigt, über die wir sprechen wollen. Das erste ist die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz ist das Thema in den Nachrichten. Also ich habe gestern Morgen den Deutschlandfunk angemacht zum Aufwachen und da bin ich mit dem Zitat aufgewacht, dass Sam Altman, der diesen ChatGPT mit erfunden hat, vor dem Auslöschen der Menschheit, da bin ich doch ein bisschen erschrocken beim Aufwachen, gewarnt hat. Wie schauen Sie selber auf die KI? Mit Furcht oder mit Faszination? Also erstmal bin ich Sam Altman insofern dankbar, als er ChatGPT genau zum richtigen Zeitpunkt für uns veröffentlicht hat. Denn wir haben diese Stellungnahme im März publiziert und zu der Zeit war das wirklich dann schon in der öffentlichen Wahrnehmung. Ne? Und das hilft natürlich auch, wir haben so ein dickes Ding geschrieben, es ist die dickste Stellungnahme, die wir je geschrieben haben. Und unsere früheren sind auch nicht dünn. Also das wären so an die 500 Druckseiten, das ist ein richtiger Wälzer. Wir haben uns ewig mit beschäftigt und die große Angst, die man immer hat, man veröffentlicht das und es interessiert niemand. Es interessiert sozusagen die Fachwelt, die uns sowieso liest, ne? Chrismon-Leser gucken dann vielleicht mal rein, aber ansonsten plumpst das irgendwie runter. Und da hat er uns insofern Gefallen getan. Ich habe aber echt ein Problem mit diesem Utopie versus Dystopie Thema, was die KI anbelangt. Denn etwas, woran wir uns wirklich auf hunderten von Seiten abarbeiten, ist zu unterstreichen, dass das eine Technologie ist, die ganz viel kann,
auch sehr viel Gutes und die wichtige Risiken hat und Gefahren hat. Und das, was wir tun müssen jetzt als Gesellschaft, ist, die Risiken und die Gefahren zu vermeiden und das Positive zu kriegen. Wenn man jetzt hergeht und redet über, die KI wird uns alle unterjochen und kontrollieren, ja, und es steht der Weltuntergang bevor, dann fördert das natürlich nicht eine ernsthafte Auseinandersetzung. Was sind die Risiken, die wir nicht wollen? Ja, was sind die Gefahren, die wir nicht wollen? Was ist die Anwendung von diesen Technologien, die wir gut finden, in der Medizin zum Beispiel, ja, oder in der Verwaltung oder so? Sondern dann stehen alle da in Schockstarre und denken, das ist das mächtigste Instrument, was es je gab. Und das mag ich nicht so gern. Dafür ist der Kirchentag ein sehr gutes Forum. Hier hat man Zeit, in die Tiefe zu gehen und auszureden. Wir sind hier nicht zwischen zwei Polen, müssen wir uns nicht bewegen. Wir haben hier ja auch einen Moment Zeit und Sie sind auch Philosophin. Was ist denn, also ich hab mich durch diese 500 Seiten gelesen, fand es sehr interessant. Mensch, wow. Und Maschine heißt die Stellungnahme. Mensch und Maschine. Ich stelle eine ganz einfache Frage. Was unterscheidet denn den Mensch von der Maschine? Das haben nicht viele gemacht. Ich bin beeindruckt. Damit beschäftigen wir uns ja auf den ersten, glaube ich, 200 Seiten, dass wir versuchen auszuloten, das ist ja das Spannende an der Diskussion um künstliche Intelligenz, dass sie uns letztlich zwingt, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich spezifisch menschlich? Was ist denn das, was wir sozusagen noch bewahren wollen, was wir nicht delegieren wollen an die Maschine, wo wir nicht sagen, das ist okay, das geben wir der Maschine, sondern das bleibt bei uns. Und die Grundfrage, die man dann immer stellen muss, ist, kann es irgendwann passieren, dass Mensch und Maschine so nah aneinander geraten, dass man entweder gar nicht mehr unterscheiden kann, also wirklich gar nicht mehr unterscheiden kann, die menschliche und die künstliche Intelligenz, oder sogar, dass die wirklich gleichwertig sind? Das ist eine ganz lange philosophische Debatte. Kann es im vollen Sinne künstliche Intelligenz geben, die der menschlichen gleichkommt? Und da haben wir eine ganz einfache Antwort, die wir auf ungefähr knapp 200 Druckseiten vorbereiten und ausführlich begründen und die ganzen Faktoren uns anschauen, wie Philosophinnen und Philosophen, aber auch viele andere Juristinnen und Juristen und so weiter, wir sind ja sehr interdisziplinär, wie wir das so machen. Und die Antwort ist nein. Wir glauben tatsächlich, dass es einen kategorialen Unterschied gibt und dass es sicherlich viele Fortschritte noch geben wird, und das sehen wir ja gerade, dass die künstliche Intelligenz noch viel besser wird und auch durchaus immer mehr übernehmen kann, was richtig komplex ist. Also das geht schon in die Richtung, für diejenigen von Ihnen, die diese Diskussion kennen, das geht von der engen künstlichen Intelligenz, die nur so eine Sache besonders gut kann, hin schon zu einer breiteren. Aber die Gretchenfrage ist, kann es mal eine generelle Intelligenz geben, die sowas kann wie... Also ich war auch mal Medizinerin, stell mir das mal so vor, also eine echte Intelligenz, die menschenähnlich ist, die muss in ein Patientenzimmer reingehen können, so diesen ersten Eindruck vom Patienten oder Patientin kriegen, ein Gespräch führen, eine Diagnostik machen, eine Therapie entwickeln, den Mensch trösten, der da vor einem sitzt, mit dem man was Schwieriges besprochen hat, auf ganz unvorhergesehene Dinge reagieren, dass nämlich die Kinder dabei sind und auf einmal reingerannt kommen und dann wieder rausgehen, und das alles in einer Art und Weise, die den Menschen nicht verstört. Glauben Sie, das kommt? Nein. Danke. Nein. Danke für diese gute Nachricht. Jetzt ist natürlich Ihr Medizinberuf ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, Fürsorge, Trösten, Empathie, das wird lange hoffentlich noch dem Menschen vorbehalten sein. Aber wenn Sie meine Branche anschauen, die Medienbranche, dann habe ich mir gedacht, mit dem Satz, der da drin steht, KI soll Entscheidungen unterstützen und nicht ersetzen, da tue ich mich jetzt in meiner Branche schon schwer. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten eine Fortbildung letzte Woche über künstliche Intelligenz, die ich mit einem Tagesschau-Menschen organisiert habe, der sehr positiv der Technik gegenüber eingestellt war, der uns aber vorgeführt hat, wie coole Illustrationen die KI zum Beispiel schon machen kann. Eine ganze Riege von Kreativberufen, nämlich Illustratorinnen und Illustratoren, wären dann arbeitslos. Macht Ihnen das keine Angst? Mir macht das Angst.
So, und jetzt, da bin ich sehr dankbar, dass Sie dieses Beispiel nennen, denn das Problem von diesen Ablenkungsmanövern, so von Sam Altman und Elon Musk und so, ne, die diese Briefe schreiben und sagen, der Weltuntergang steht bevor, das lenkt davon ab, über diese Fragen nachzudenken. Die sind nämlich jetzt schon wichtig. Das ist nicht nur die Medienbranche. Ich war bei einer Veranstaltung mit dem Minister für Arbeit und Soziales, Herrn Heil, und der hat so eine Denkfabrik in seinem Ministerium und sagte, sie hätten sich mal ausrechnen lassen, welche Berufe am meisten betroffen sein werden. Und abgesehen von der Kreativbranche und der Medienbranche, also wo Texte geschrieben werden, und der Wissenschaft, wir sind auch stark betroffen, sind das Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Banken- und Versicherungswesen. Übrigens überwiegend Frauenjobs. Und da hätte man vielleicht gar nicht dran gedacht, ne? Und das macht mir enorme Sorgen. Das heißt, was ich im Augenblick mache und was wir vom Ethikrat auch empfohlen haben, ich laufe im Moment zu den ganzen, also ich werde viel eingeladen, auch so von Berufsverbänden, also bei mir halt natürlich viel im Gesundheitsbereich, aber auch in anderen Bereichen, und ich marschiere dahin und ich sage, überlegt euch jetzt, gestern, überlegt euch, was ist der Kern unseres Berufs? Was wollen wir schützen? Wo muss unsere menschliche Hand drauf bleiben? Und wo sagen wir für diejenigen, die ja auch das Potenzial dieser Technologie sehen, ich will hier nämlich keine Angstdiskussion führen, das Ding wird uns auch super viel helfen. Ne? Wo können wir das nutzen? Wo ist es ein gutes Hilfsmittel? Wo macht es meinen Job leichter? Aber wo müssen wir unbedingt dabei bleiben? Und es kann sein, dass die KI den Bereich auch könnte. Ja? Aber das ist für mich überhaupt kein Argument. Dann sagen wir, ja, das mag schon sein. Aber das wollen wir nicht und deswegen müssen wir das gestalten. Also die ganzen Berufsgruppen, und es gibt da schon natürlich ganz wunderbare erste Arbeiten, müssen sich jetzt auf den Hosenboden setzen. Das betrifft uns in der Wissenschaft auch, ganz akut. Ja, wir überarbeiten jetzt, bei Prüfungsphase. Also wir müssen jetzt ad hoc, akut, zum Teil unsere Prüfungen ändern. Das ist wirklich eine Transformation und das müssen wir jetzt tun. Das müssen die Berufe jetzt tun und ne, sozusagen die Auslöschung der Menschheit durch die KI, das ist auch ein Risiko, da kann man auch drüber nachdenken, aber das ist bei weitem nicht so realistisch und relevant wie eben diese andere Sache. Vielen Dank. Ich finde das genau die richtige Frage. Was wollen wir, also wir als Gesellschaft, aber durchaus auch wir als Medienleute, das ist hier ja eine Medienbühne. Ich sage Ihnen nochmal ein Beispiel, was auch in Ihrer Stellungnahme vorkommt, aber an unserem Beispiel. Der Referent, der unsere Fortbildung gemacht hat, hat uns erzählt, dass die New York Times inzwischen ihre Newsletter komplett personalisiert. Das heißt, kein einziger User bekommt denselben Newsletter wie ein anderer. Das ist kommerziell wahnsinnig interessant. Das wird irre gut geklickt. Das heißt aber, dass jeder in seiner Filterbubble bleibt. Dass es eigentlich keine Nachricht mehr gibt, die uns alle verbindet. Das ist was, was ich tatsächlich auch schwierig finde. Wie sehen Sie das? Wollen wir das? Verzeihung. Wir haben auch ein dickes Kapitel ja zu diesen Phänomenen, ne? Also zu den Plattformen, den digitalen Plattformen und auch Social Media. Das ist ja auch ein Phänomen, das schon lange beschrieben ist auf Social Media. Es ist immer noch ein bisschen umstritten, ob es diese sogenannten Filterblasen wirklich gibt. Also die Evidenz ist noch nicht so gut. Aber was es jedenfalls gibt, ist Polarisierungsphänomene. Und in der Tat gibt es ja diesen Satz, es fehlt uns inzwischen, aber das ist gar kein KI-Thema. Das ist insgesamt ein Medien- und Digitalisierungsthema. Uns fehlt, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, so ein schöner Satz, das Herdfeuer der Tagesschau. Verzeih nicht das Herdfeuer, sondern das Kaminfeuer, vor dem sich sozusagen alle irgendwie mal versammeln. Und da gibt es eine, es haben nicht immer alle Menschen Tagesschau geguckt, das ist schon klar, aber sehr viele Menschen haben Tagesschau geguckt und dann noch ein, zwei andere Dinge. Und jedenfalls war diese unglaubliche Vielfalt, Verzeihung, ich habe ein bisschen Heuschnupfen und hier sind offensichtlich irgendwelche Pollen im Raum. Ich darf das mal eben in die Menge fragen. Wenn jemand einen Fisherman's Friend hat,
Das wird hat jemand ein Fisherman's helfen? Friend für Frau Büchs? Das wäre echt nett. Und dann übernehme ich jetzt nochmal. Das ist idealerweise. Wirklich, oh Gott, sie ist auch gerannt hierher. Das muss man jetzt wirklich sagen. Ein der Beifall. Retter in der Not. Ein Beifall dafür. Dankeschön. Sie ist wirklich im Sauseschritt hierher gerannt, damit Sie nicht länger als angekündigt warten müssen auf diese Veranstaltung. Ich sag mal zwei Sätze, damit Sie in Ruhe was in den Mund nehmen können. Ich finde das Beispiel Tagesschau in der Tat, ich weiß auch nicht von wem das ist, aber das ist eine gute Metapher, das Lagerfeuer der Tagesschau. Ich kann Ihnen sagen, ich habe gerade junge Leute vernommen, weil ich Volontärinnen und Volontäre suche und ich dachte eigentlich, die Tagesschau sei noch was, was alle zumindest auf der App gucken, aber wie eine Bewerberin so schön sagte, Tagesschau ist krass anstrengend, ich höre nur den Podcast. Also, Tagesschau war mal das Lagerfeuer der Nation, das stimmt. Und ich würde jetzt tatsächlich auch gerne auf ein Tagesschau-Erlebnis kommen. Ich glaube, es war letztes Jahr im September, habe ich in der Tagesschau die Frau Büchs gesehen. Und das war tatsächlich so eindrücklich, dass ich Ihnen das jetzt erzählen will. Ich erzähle es jetzt ein bisschen ausführlicher, damit die Frau Büchs kurz was trinken kann. Das tut mir wahnsinnig leid. Das ist wirklich total anstrengend, wenn man einen Hustenanfall bekommt auf der Bühne. In der Tagesschau, ich glaube im September war es letzten Jahres, hat mein Mann gerufen, du musst kommen, die Frau Büchs, die ist ganz toll. Hat Frau Büchs gesagt, und zwar es ging um das Ende von Corona, dass wir die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie komplett übersehen haben und dass wir das überhaupt nicht richtig eingeschätzt haben, was wir denen abverlangen in der Corona-Pandemie. Jetzt könnte man ja denken, Corona ist vorbei und diese ganzen Probleme sind auch vorbei. Aber ich muss Ihnen sagen, erstens ist Corona überhaupt nicht vorbei, weil unsere EKD-Präses liegt mit Corona zu Hause und saß deswegen nicht auf dem Podium, auf dem heute Morgen Frau Büchs saß. Also Corona ist erstens überhaupt nicht vorbei. Und liebe Frau Büchs, ich habe gerade ein bisschen erzählt, ich habe letztes Jahr im Herbst in der Tagesschau, war ich wirklich beeindruckt, weil Sie mit so einer Werbe zugeschaltet waren in der Tagesschau und gesagt haben, wir haben was falsch gemacht bei den Kindern in der Pandemie. Und Sie haben mit so einer Werbe auch gesagt, jetzt wollen wir erstmal Danke sagen, dass ich dachte, das kommt von ganz innen raus. War das so? Erstmal Verzeihung, ich kriege dann so einen Kehlkopfkrampf. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Und da kriegt man richtig Atemnot. Und da muss man mal ganz kurz eben einmal sich beruhigen und dem ein bisschen Raum geben und dann verschwindet das wieder. Das hatte ich gerade. Das kam absolut von Herzen. Das hat einen Grund. Erstens bin ich Mutter von zwei Kindern. Das heißt, und meine Kinder waren ganz, also wirklich noch recht klein, Grundschulkinder in der Pandemie. Ich habe das also live und in Farbe selbst zu Hause alles erlebt. Dass das eben, und das waren auch die Maßnahmen, das wissen wir auch aus der Literatur. Natürlich haben diese einschränkenden Maßnahmen das Leben sehr schwer gemacht für die junge Generation. Aber es waren nicht nur die Maßnahmen. Denn es gibt diese Effekte, die wir jetzt sehen bei der jungen Generation, die gibt es in Italien und die gibt es in Schweden. Und in Schweden gab es so gut wie gar keine Maßnahmen in der jungen Generation. Und es gibt welche Symptome in Schweden? Das habe ich noch nicht verstanden. In all den Ländern, die man sich so anschaut, hat sich die psychische Gesundheit der jungen Generation verschlechtert. Das erholt sich gerade wieder ein Stück weit. Aber da gibt es jetzt wirklich sehr, sehr gute Zahlen. Und das war ein Grund, weshalb wir uns damit beschäftigt haben. Das zweite war, und da kommt dieses Danke-Sagen her. Wir hatten auch das Gefühl, dass wir den Einsatz der jungen Generation und die immer stärker zunehmende Belastung der jungen Generation über den Verlauf der Pandemie auch nicht genug gesehen haben. Und wir haben deswegen im Herbst 2022 eine Tagung gemacht mit ein paar hundert Schülerinnen und Schülern, die gekommen sind. Und die haben uns erzählt, da haben wir das umgedreht, wie wir es sonst machen. Sonst erzählen wir. Ne? Wir haben gesagt, ihr kommt und ihr erzählt uns. Ihr erzählt dem Ethikrat, wie war das in der Pandemie? Wie war euer Leben in der Pandemie? Und das ist unglaublich, ist alles noch online, schauen Sie sich das an. Die haben Kunstprojekte gemacht, Theater, Filme gedreht, Gedichte, es war wirklich, wirklich tief, tief ergreifend und ohne Anklage, aber einfach sehr eindrücklich gezeigt, was das mit ihnen gemacht hat. Und wir kamen aus dieser Veranstaltung und haben gesagt, wir müssen was machen. Also irgendwas, das bisschen, was wir als Deutscher Ethikrat machen können, unsere Plattform nutzen, und uns ein Thema wählen, das wichtig ist. Und wir haben eben das Thema der psychischen Gesundheit gewählt. Das müssen wir tun. Und es war uns ganz wichtig, deswegen kam das so von Herzen, in dieser Empfehlung auch einmal ganz klipp und klar zu sagen, wir alle, nicht nur der Ethikrat,
wir alle als Gesellschaft schulden der jungen Generation für diesen unglaublichen solidarischen Beitrag in der Pandemie Respekt und Dank. Danke für den Beifall. Das ist auch Respekt vor der jungen Generation. Jetzt habe ich gerade schon mit einem großen Ohr gehört, dass Sie sagen, das wird wieder besser. Kann man sagen, Pandemie vorbei und alles wieder gut? Oder wird uns das noch länger beschäftigen? Es erholt sich ein Stück weit, aber es ist immer noch schlechter als vor der Pandemie. Wie äußert sich das? Wie stellen Sie das fest? Sie sind ja Ärztin und Forscherin. Oh Gott. Wie kann man das erheben? Das ist nicht meine Baustelle. Da müssen wir uns natürlich auf die Expertinnen und Experten beziehen. Es gibt einfach Studien, die das messen. Sie können messen, wie viele in der jungen Generation haben mit Angststörungen zu tun, mit depressiven Erkrankungen, mit verschiedenen Belastungsstörungen. Und das sehen Sie schwarz auf weiß. Da sehen Sie so eine Entwicklung. Ja, das ist richtig hochgegangen. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Nochmal, das ist ein eigentlich weltweit nachzeichenbares Phänomen. Also das muss irgendwas auch zu tun haben mit der Krisenhaftigkeit dieser Zeit und dieser Transformationsphase, in der wir uns jetzt schon befinden und zukünftig noch stärker befinden werden. Und das scheint die junge Generation besonders stark wahrzunehmen. Und jetzt macht die Kurve Gott sei Dank so, jedenfalls in Deutschland. Und das ist sehr ermutigend. Also das sind ja letztlich sehr, sehr widerstandsfähige Menschen, die junge Generation. Aber man muss sich klar machen, das ist eine Generation, die jetzt, und das sind nicht nur die Schulkinder, das sind auch die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger, Auszubildende, auch die Studierenden, die Jungen, ne, die bei mir semesterweise irgendwie kein echtes Studium erlebt haben und so, die haben jetzt nicht nur diese unglaubliche Verunsicherung in der Pandemie erlebt, sondern wissen, das ist jetzt Stapelkrise, ja, die berühmte Multikrise. Und es ist Krieg und es ist Energiekrise und es ist Inflation und Klimakrise. Ich weiß nicht, ob Sie die Bilder aus New York gesehen haben oder was in Frankreich los war. Das rückt immer näher ja in unser aller Leben. Das ist ja nichts mehr, was irgendwo ganz weit weg, und damit habe ich nichts zu tun. Und die junge Generation scheint das sehr stark wahrzunehmen. Und das scheinen verschiedene Faktoren zu sein. Und deswegen haben wir auch gesagt, ja, also es braucht natürlich viel Unterstützung so von denen, die wirklich richtig erkrankt sind, ne? Therapieplätze und Schulpsychologen, was weiß ich nicht alles. Aber es geht auch darum, so eine grundlegende Resilienz in der Gesellschaft aufzubauen. Und dazu gehört auch, und da beißt sich jetzt die Katze schön in den Schwanz, dazu gehört eben auch offenere, wertschätzendere Debatten über diese Themen, die eben nicht in so einer einfachen Lagerbildung verharren, sondern die wirklich ernsthaft mit einem Blick in die Zukunft das angehen, damit die junge Generation da auch wieder mehr Vertrauen schöpfen kann. Da würde ich gerne nochmal nachhaken mit der Wertschätzung. Die war jetzt hier ganz eindrücklich und das finde ich auch schön. Aber ich muss Ihnen sagen, wir hatten einen Chrismon-Titel im letzten Monat über junge Leute, die Depression haben und auch Angst vor der Schule haben, weil viele Schulen jetzt auch unter einem wahnsinnigen Zeitdruck versuchen, diesen Stoff nachzuholen, den sie versäumt haben unter Corona. Und nachdem wir diese Titelgeschichte über wirklich sehr ernstzunehmende junge Leute aus Leipzig hatten, die sich wehren und auch outen und sagen, ich habe eine Depression oder ich habe Angst, haben wir doch auch sehr viele nicht so wertschätzende Briefe bekommen von älteren Menschen, die dann sowas schreiben wie, das sind Memmen, das sind Weichlinge, wir haben den Krieg erlebt, wir haben uns auch nicht beklagt. Begegnet Ihnen sowas auch? Selbstverständlich. Und ich glaube, auch das ist ja nachvollziehbar. Ne? Dass man, weil... Es ist nun mal, wir sind alle in den Krisen, alle Generationen. Es ist ja nicht nur die junge Generation, die das jetzt erlebt und erlebt hat, sondern das haben alle erlebt. Und da ist es nachvollziehbar, dass man sagt, aus meiner Perspektive, ich habe viel Schlimmeres erlebt, was stellt ihr euch denn jetzt so an? Aber das funktioniert nicht, weil jede Generation wählt sich ja nicht freiwillig ihre Belastung aus. Sondern wir sind in der Situation, in der wir sind, die Wahrnehmung dessen, was herausfordernd ist, ist, wie sie ist. Und was, glaube ich, außergewöhnlich ist, ist, dass die Krisen in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten doch verbunden waren
mit einem relativ klaren, mit einer klaren Hoffnung und auch einem klaren Glauben daran, dass es in der Zukunft aufwärts geht. Und das scheint ein echter Unterschied zu sein. Das glaube ich in der, und ich bin da sehr vorsichtig, weil die sozialwissenschaftlichen Studien dazu, das ist alles noch relativ frisch. Ne, da, die Evidenz ist da noch nicht so richtig stabil. Aber es scheint so zu sein, dass wir in eine Zeit gehen, in der diese Hoffnung ein Stück weit schwindet und das muss durch irgendwas anderes ersetzt werden. Ne? Und für die Transformationen, die vor uns sind, also dass es eben nicht vielleicht immer alles aufwärts geht oder wieder aufwärts geht, brauchen wir neue Geschichten, die trotzdem Zuversicht geben. Ne? Und die trotzdem sagen können, wir können ein gutes Leben führen und wir werden ein gutes Leben führen, auch in und durch diese Transformation. Und das ist, glaube ich, was, das ist eine Aufgabe wirklich für uns alle. Das ist eine Aufgabe für uns alle. Noch einmal die Frage, Sie haben in der Tagesschau gesagt, da muss jetzt Wumms rein. Was konkret können wir tun? Und was kann die Kirche, wir sind hier auf dem Kirchentag, was kann die evangelische Kirche dazu beitragen? Also den Wumms haben wir natürlich politisch gemeint. ist ja ein Wort, das viel im Moment politisch verwendet wird. Ich glaube, ich habe Bums gesagt. Ah, Bums. Ich habe nämlich extra nicht Wumms gesagt. Ich glaube, es war Bums. Ich komme aus Westfalen. Ja, da sagt man Bums. Da muss Bums dahinter. Da meinten wir natürlich wirklich ganz konkrete Maßnahmen jetzt für die akute Verbesserung der psychischen Gesundheit, weil da fehlen einfach Therapieplätze, da fehlen wie überall unglaublicher Fachkräftemangel, aber da gibt es wirklich auch Hürden darin, noch Leute zu rekrutieren, die das können. Also da haben wir ganz konkrete Empfehlungen gegeben, die übrigens, wenn hier jemand ist, der sich mit psychischer Gesundheit befasst, nichts Neues. Ja? Also da haben wir uns auch bezogen auf das, was viele andere schon gesagt haben und dem haben wir einfach nur unseren Bums geben wollen. Das, was ich gerade meinte, das ist ja was Komplexeres. Das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir diese neuen Geschichten brauchen, die jetzt so Transformationsforscher und sowas ja auch versuchen zu formulieren. Und da sind die Kirchen, in meiner Wahrnehmung sind die Kirchen da eine ganz wichtige Institution, weil die Kirchen haben große Geschichten, immer gehabt, ne? Und sozusagen den Blick auf das große Ganze. Und ich glaube, da brauchen wir ganz, ganz viel und da sehe ich, gerade die Kirchen, also vom Konkreten in den Kitas und so weiter und so fort mal abgesehen, da sehe ich wirklich auch eine ganz wichtige Rolle für die Kirchen als diejenigen, die in der Gesellschaft diese neuen positiven und guten Visionen entwickeln, auch wenn wir nicht mehr sozusagen auf der klassischen Bahn, es wird immer alles höher, schneller, weiter sind. Vielen Dank. Letzte Frage. Vielen Dank, dass Sie die Kirche hier auch wichtig in die Pflicht nehmen. Ja, klatschen Sie gerne, denn das müssen die Kirche, die sind wir alle, die wir hier sitzen auf der Wiese, das muss die Kirche dann auch annehmen, diese Aufgabe. Und deswegen sind wir auf diesem Kirchentag. Es wird darüber diskutiert, die jungen Leute leiden auch unter dem Leistungsdruck in der Schule. Ich nehme mal an, dass Sie in der Studienstiftung des Deutschen Volkes waren. Sie waren selber richtig gut in der Schule. Ich habe einen Podcast mit Ihnen gehört, da gab es den lustige Abkürzung KGB, Kreisgenial Begabter. Haben Sie dazu gehört an der Uni oder waren Sie so ein Überflieger? Oh Gott, oh Gott. Ich war tatsächlich in der Studienstiftung und da gibt es den KGB, das ist der Kreisgenialisch Begabter. Das sind sozusagen die Mathe-Preisträger und die, ja, die irgendwelche Bundeswettbewerbe gewonnen haben. Das waren Sie? Nein, 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 nein. Und dann gab es den CIA. Das ist sprachlich ein bisschen wackelig, aber das ist der Kreis irrtümlich Aufgenommener. Und ich war selbstverständlich im CIA. Da gab es die besseren Partys. Ich glaube, es war kein Irrtum, dass Sie da aufgenommen worden sind. Ganz herzlichen Dank, Frau Büchs. Dankeschön.